Heute schauen wir uns an, ob die Einnahme von Vitamin D zu Nierensteinen führt. Das Ganze ist natürlich auch dann relevant für dich, wenn du aktuell akut unter Nierensteinen leidest. Oder auch dann relevant für dich, wenn du früher schon einmal Nierensteine hattest, die dann entfernt worden sind. Weil da ist ja auch immer eine besondere Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es eben dann zum zweiten oder dritten Mal erneut zu Nierensteinen kommt. Starten wir mit einer Analyse vom Deutschen Ärzteblatt. Das Deutsche Ärzteblatt hat sich nämlich die Nierensteine und die Ursachen ganz genau angeschaut. Und was ich da besonders interessant finde, gleich zu Beginn bei der Analyse: zwischen 1979 und 2001 kam es zu einer Verdreifachung von Nierensteinen. Und alleine diese Aussage finde ich schon ein ganz, ganz scharfes Argument dafür, um auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen, ob eben die Einnahme von Vitamin D zu Nierensteinen führt. Klar ist eins, zwischen 1979 und 2001 haben sich die Ernährungsgewohnheiten extrem verändert und Übergewicht hat eine ganz, ganz große Bedeutung und Rolle eingenommen in unserer Gesellschaft. Aber jetzt ist es bei diesem Stand erstmal nur eine Vermutung von mir, dass weniger Vitamin D, sondern mehr die Ernährungsgewohnheiten eine Rolle spielen bei Nierensteinen. Schauen wir also mal genauer hin. Hier haben wir jetzt eine schöne Übersicht, die einfach mal die verschiedenen Einflussfaktoren bei der Entstehung von Nierensteinen aufzeigt. Und da haben wir beispielsweise eine Einzelniere, also wenn praktisch eine Person nur noch eine Niere hat, weil die andere Niere entnommen werden musste. So ist es beispielsweise meinem Großvater gegangen, der unter Typ 2 Diabetes gelitten hat. Andere Faktoren sind zum Beispiel eine Fehlbildung im Harntrakt oder beispielsweise auch die Vorgeschichte, also wenn schon mal Nierensteine vorhanden waren. Das hatte ich ja anfangs schon mal gesagt. Also das Deutsche Ärzteblatt hat hier wirklich umfassend hingeschaut und ganz viele Einflussfaktoren ausfindig gemacht. Aber einen Einflussfaktor, den finden wir hier drinnen ganz und gar nicht. Mit keinem einzigen Wort wird hier nämlich Vitamin D erwähnt. Und deswegen können wir das hier aus Sicht des Deutschen Ärzteblattes und dieser Analyse ganz klar mal streichen. Weiter geht's mit einer ganz, ganz tollen Studie, und zwar die sogenannte NHANES-3-Studie aus den USA. Und dabei, das Problem bei vielen Studien, auch beispielsweise im Nierensteinbereich, ist ja, dass oft nur eine relativ kleine Gruppe an Personen untersucht wird. Aber hier haben wir eine Studie mit 16.000 Teilnehmern. Also dieses Problem haben wir bei dieser Studie nicht. Und deswegen kriegen wir hier auch eine schöne, klare Antwort auf unsere Frage, ob jetzt Vitamin D zu Nierensteinen führt oder nicht. Schauen wir mal genauer hin. Hier wurden Teilnehmer genommen, die sowohl unter Nierensteinen litten, als auch Teilnehmer, die nicht unter Nierensteinen litten. Und jetzt zum Verständnis, brauchst du praktisch nur auf die rechte Spalte zu schauen. Also links hast du natürlich die Einfluss- bzw. die untersuchten Merkmale und rechts brauchst du nur schauen eigentlich, P bedeutet Probability, also P-Value, Probability-Value, Wahrscheinlichkeitswert. Und hier ist wichtig, dass dieser Wert kleiner ist als 0,05, also kleiner als 5%. Wenn das der Fall ist, dann haben wir einen starken Zusammenhang zwischen dem aufgetretenen Merkmal und eben Nierensteinen. Und wenn wir uns jetzt mal diese Merkmale anschauen, dann wird eins deutlich, fast alle der aufgeführten Merkmale hier stehen in einem starken Zusammenhang mit der Entstehung von Nierensteinen. Also beispielsweise das Alter, hier hat man Leute untersucht zwischen 43 und 54 Jahren, also tendenziell ältere Leute neigen dazu. Das gleiche gilt für das Geschlecht, eher so Männerthema. Hautfarbe, also hellhäutige Leute sind besonders stark betroffen. Und ganz klar sind natürlich hier auch die Punkte Übergewicht und im Zusammenhang damit natürlich auch Diabetes. Ja, und was wir jetzt allerdings hier bei der Übersicht auch eindeutig erkennen, Vitamin D spielt keine Rolle bei der Entstehung von Nierensteinen. Und das erkennen wir an dem P-Value, weil der ist extrem hoch. Und damit, um auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen, spielt jetzt die Vitamin D-Einnahme eine Rolle bei Nierensteinen nach dieser Studie, und die ist ziemlich aussagekräftig, ein klares Nein. Und um noch eine These zu prüfen, anfangs haben wir gesehen, es könnte sein, dass die Ernährung
eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn wir uns jetzt hier die Merkmale mal anschauen, Übergewicht, Diabetes, ganz klare Ernährungsthemen, also Typ 2 Diabetes, Typ 1 Diabetiker jetzt nicht. Aber hier haben wir auch ganz klar den Zusammenhang zwischen einer schlechten Ernährung und der Entstehung von Nierensteinen. Und um uns jetzt wirklich wissenschaftlich abzusichern, schauen wir auf noch eine letzte Studie. Und zwar haben hier 2000 Teilnehmer teilgenommen und über einen Zeitraum von 19 Monaten wurden die beobachtet. Und die hatten alle einen Vitamin-D-Spiegel zwischen 20 und 100 Nanogramm pro Milliliter. Und auch hier wurde deutlich, dass Vitamin D kein valider Einflussfaktor ist für die Entstehung von Nierensteinen. Also jetzt haben wir hier auch nochmal einen deutlichen Beweis. Was allerdings auch hier klar wird, Übergewicht bzw. der BMI ist ein ganz, ganz eindeutiges Anzeichen für eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dann eben Nierensteine entstehen. Übrigens, die Links zu den entsprechenden Studien findest du auch unten in der Beschreibung dann. Bei der dritten Studie hier, da spielen jetzt das Alter und das Geschlecht nicht so eine starke Rolle wie bei der zweiten Studie, dieser hier. Aber was wir definitiv sagen können, was alle drei Studien bzw. Analysen gemeinsam haben, Vitamin D spielt keine Rolle bei der Entstehung von Nierensteinen. Und was wir auch gleichzeitig sagen können, Übergewicht bzw. Diabetes spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Entstehung von Nierensteinen. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, genauer, das macht auch absolut Sinn. Warum? Ganz einfach. Wer übergewichtig ist, der wird halt auch zwangsläufig ein etwas größeres, je nachdem etwas oder viel größeres Nahrungsvolumen zu sich nehmen und damit eben auch Substanzen, die eben Nierensteine, die Entstehung begünstigen. Was sich hier ernährungstechnisch als problematisch gezeigt hat, ist vor allem viel tierisches Eiweiß, weil es hier eben dann auch zur Bildung von Harnsäure kommt. Ansonsten eine sehr salzreiche Ernährung und auch eine sehr kalziumreiche Ernährung. Also zu Salz und Kalzium in Maßen überhaupt kein Problem und ganz klar, das brauchen wir auch. Also ohne das geht's nicht, ja. Aber bei einer übermäßigen Ernährung, da wird es dann eben zu viel, sodass einfach dann Nierensteine entstehen können. Was wichtig ist, ganz generell, dass du dann einfach auch viel trinkst, vor allem wenn du dann schon betroffen bist oder halt vielleicht früher schon mal betroffen warst. Was generell auch ein ganz, ganz toller Nierensteinhelfer ist sozusagen, das ist Citrat. Und das kannst du beispielsweise auch in Form von Magnesiumcitrat einnehmen. Ich hatte ja neulich ein Video gemacht über die verschiedenen Magnesiumformen und da haben wir ja auch Magnesiumcitrat kennengelernt als eben eine Substanz, die Nierensteinen vorbeugt. So, was du dir auf jeden Fall merken kannst und solltest, egal was dir dein Arzt erzählt oder irgendwelche anderen Leute oder Medien, auch ich habe übrigens in meinen Recherchen zu dem Video hier andere Meinungen gelesen, also Meinungen, die eben behauptet haben, dass Vitamin D eine Entstehung von Nierensteinen begünstigt. Vergiss das sofort. Wir haben jetzt gesehen, wir sind valide unterwegs wissenschaftlich und haben gesehen, dass Vitamin D eben keine Rolle bei der Entstehung von Nierensteinen spielt. Klicke als nächstes hier und schau dir dieses Video über Vitamin D an.